Der Krieg um Schleswig. Könnten wir theoretisch machen. Oder um Mecklenburg oder um Sieland. Wir können nicht alles machen. Wir können immer nur einen Krieg gleichzeitig machen. Das ist halt ein bisschen blöd. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir die Jura-Ansprüche auf eine Provinz. Ja. Hat leider keiner einen Anspruch auf das komplette Herzogtum. Das ist ein bisschen schade. Höchstens hier was machen. Auch noch plötzlich. Oh, Calier, wo ist denn das? Ach, da unten. Ne, ich würde lieber hier Bar oder sowas erstmal erobern. Hier können wir gar nicht. Okay, wir brauchen erstmal mittlere Kronautorität. Nee, das hier könnten wir machen. Für den Herzog von Elsass. Er hat ja den Titel. Hat er einfach so einen Anspruch darauf? Ja, hat er. Okay, interessant. Glaube ich aber nicht, dass wir das durchsetzen werden für ihn. Wieder eine Zicherei, natürlich. Wir können nochmal wieder hier unsere Standardsachen machen. Großes Fest. Wohltätigkeit dürfen wir noch nicht. Okay. Ich habe von dem Verrückten, der verrückten Frau gehört, der versucht, König Baral zu erpressen. Ein König? Achso. Okay. Verheiratet mit der Königin von Gascogna, die eine Angelsächsin ist und homosexuell. Interessant immer, was dieses Spiel hervorbringt. Er selbst hat auch einen starken Anspruch und alles auf das Königreich. Ist auch, hat auch die richtige Kultur. Komisch, was da passiert ist, frage ich mich. Ich werde auch für... Ja, wir werden ihn unterstützen. Warum nicht? Das ist bestimmt eine interessante Eventkette. Wir haben einen Sohn. Einen kranken, buckligen Sohn. Nee. Okay, wir werden es mal nochmal mit Ludwig versuchen. Unser letzter Nachfolger, der Ludwig, ist sehr, sehr schnell gestorben ist. Wie gesagt, immer noch von ausgebrannt vorgeschlagen. Der nebenbei bemerkt auch Videos im Bereich Paradox-Strategiespiele macht. So, wir haben einen Sohn. Immerhin. Das ist ja schon mal was. So. Erfolgsbedingungen hat die Eigenschaft Aragorn. Achso, wir sollen ein Heiliger werden. Das ist natürlich relativ schwierig. Einen Krieg gewinnen könnten wir natürlich machen, aber ich will eigentlich mehr Kinder. Wir haben so wenig tatsächliche Kinder, die von unseren tatsächlichen Frauen gezeugt worden sind, die keine Bastardkinder sind. Das ist echt nicht so schön. Wir haben nur einen Sohn und der ist jetzt bucklig. Echt ziemlich uncool. Und wir würden auch aktuell immer noch das Kaiserreich verlieren. Wir werden erstmal unseren Sohn hier wählen. Wir würden natürlich unsere Vasallen nicht wählen. Aktuell würde der Herzog von Holland interessanterweise da der Nachfolger werden. Ja, die KI priorisiert da immer ziemlich seltsam. Wir können aus den Nachfolgern, aus ihren eigenen Reihen, den legitimen Kindern und den Geschwistern des Herrschers nominieren. Wieder ein Heilige. Herzöge sind in König und Kaiserreichen gültige Kurfürsten. Die Feudalwahlnachfolge ist bei Vasallen äußerst beliebt, aber es gefällt ihnen nicht, wenn ihr zu viele Kurfürstentitel bekleidet. Nur Männer können erben. Wir bekommen Beziehungen mit dem König von England. Sehr gut, das war ja der Plan. Mehr oder weniger. Ja. Oh ja, Schweden hat eine ordentliche Revolte. Ordentliche Revolte. Wir freuen uns hier mit allen Leuten beim Zechen an. Ich finde es sehr interessant, wie das Königreich Moray hier langsam aber sicher das Herzogtum Moray hier langsam aber sicher Schottland für sich beansprucht, komplett. Gucken, ob er irgendwann Schottland gründen kann. Mir fehlt ja nicht mehr viel Territorium dafür. Das Problem ist, dass in Crusader Kings kleine Königreiche nicht zerfallen, wenn sie nur noch irgendwie 4 oder 5 Grafschaften haben, was halt keinen Sinn macht. Zum Beispiel sowas hier, es macht keinen Sinn. Diese ganzen komischen kleinen Kackdinger da unten machen auch überhaupt keinen Sinn.
müssten eigentlich alles Grafen irgendwie werden oder so. Oder die Königreiche müssten halt zusammenfallen. Königstitel müssten verschwinden. Die anderen Herzogstitel und so weiter können sie natürlich haben. Aber so macht das einfach wenig Sinn, meiner Meinung nach. Oha. Sultanat wurde mal wieder ein bisschen aufgespalten. Wir haben wieder Umayyads auf dem Thron. Interessant. Umayyad. Was? Aus Umayyad. Ja, die ehemaligen Kalifen. Hier. Krass. Wenn ich hier zurückgehe, wann waren das überhaupt? 685. Das ist quasi direkt nach der muslimischen Expansion. Oder während. Ich weiß gar nicht genau, wann hatten die überhaupt angefangen. Ich glaube Anfang des 7. Jahrhunderts. Herzog Ottokar wird deutsch. Ja, nice. Sehr gut. Herzog von Friaul ist immerhin schon mal konvertiert jetzt. Sehr gut. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Du hast keinen Nachfolger, den wir konvertieren könnten. Du auch nicht. Auch nicht. Deiner ist schon erwachsen. Gar keine Familie in irgendeiner Weise. Weder Kinder noch Eltern noch sonst was, weil du ein zufallsgenerierter Charakter bist. Du bist schon deutsch. Du hast einen. Kind ausbilden. Er hier. Kind ausbilden. Könnte deutsch werden. Ja, meinetwegen. Und wir sind gleich ja noch den Zweitgeborenen. Also der ist noch zu jung. Verdammt. Okay. So, deine sind alle schon erwachsen. Du bist ein Bischof. Können wir eigentlich mittlerweile hier dich ernennen? Nee. Schade. Ja, mal gucken, ob wir noch die Trennung der Kirchen sehen. Ich meine, historisch gesehen ist die Trennung der beiden, also der West- und Ostkirche im Prinzip in dem Sinne dann, also diese Unterscheidung gab es ja vorher eigentlich nicht wirklich. Ich glaube erst Mitte des 11. Jahrhunderts tatsächlich richtig aufgetreten. Ich meine, die Spannungen, die da waren, die waren natürlich schon lange vorher da, aber die haben wir ja jetzt hier auch schon, ne? Mal gucken. Ja, wir heuern natürlich wieder alle Leute für unser Fest an. Wir sind stolz, wir wollen, dass es ein tolles Gelage wird, wie immer. Herzog Fiorello. Ja, der kann hier für uns jagen. Wir wollen beim Essen nur das Beste. Zack. So, das wäre jetzt natürlich ziemlich lustig, wenn wir jetzt das Heilige Römische Reich verlieren würden. Also ziemlich komisch eher. Aber wir sind ein absolutes Königtum mit Elektorat. Absolutes Reich mit Elektorat macht mal absolut keinen Sinn. Aber gut. Wurde automatisch so geändert. Lasst mich euch die Burg zeigen. Besonders mein Schlafgemach. Gräfin Amalberger. Attraktiv. Und lüstern. Ich meine, wir sind immer noch lüstern. Wir sind nicht ehrlich oder so wegen unserer Frau oder sowas. Und daher, und sie ist attraktiv und auch selber lüstern. Wir werden es versuchen. Okay, irgendwelche Leute beschweren sich über das Essen. Irrelevant. Was ist denn jetzt hier passiert mit unserer Liebschaft? Kriegen wir da nicht ein Event normalerweise dafür? Hallo? Okay. Das ist irgendwie weg. Alle Gäste sind gegangen. Interessant. Okay, mit dem Schlafgemach ist irgendwie haben kein Nachfolge-Event. Das ist sehr, sehr seltsam. Doch, da. Meine unverheiratete Tochter war unbesonnen. Sie verbarg ihre Schwangerschaft von mir und jetzt ist ihr Kind geboren. Ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt so verheimlicht. Das Kind ist von meinem Blut. Ich kümmere mich um beide. Wir werden gütig. Schon wieder. Wisst ihr was? Mir gefällt eigentlich. Ja, mir gefällt eigentlich die Idee, dass wir gütig werden. Wieder. Das passt, denke ich, zu unserem Charakter, zu unserer Charakterentwicklung. Wir haben hinterlistig verloren. Wir haben die meisten unserer schlechten Traits verloren, außer halt so die Party-Traits, so glüstern und gefräßig. Und der Rest ist eigentlich okay. Unsere Tochter, ja, verspielt neugierig. Neugierig, was bringt eigentlich neugierig nochmal? Diplomatische Ausbildung. Okay. Diplomatische Ausbildung, it is. So, ich hoffe, wir bekommen mal noch mehr Kinder. Brauchen mehr Kinder. Mal
Befehlshaber. Oh, das war falsch. So. Der weitere kleine Titel, Stallmeister. Stallmeister geben wir mal unserem Marschall. Der ist ein ziemlich guter Militärtyp. Der sollte das ordentlich machen. Also hier. Großhäuptling von Großpolen. Sehr gut, unsere Gattin ist wieder schwanger. Rumethuda ist schwanger. Yes. Ja, sie kämpfen gegen das Königreich Dauphin. Mal gucken, ob sie das erobern können. Grafschaft. Ich muss sagen, ich würde sogar ganz gerne ein Königreich Polen sehen neben uns. Finde ich gar nicht schlecht. So, du hast einen Anspruch auf die Highlands. Okay. Davon nur Ray würde das natürlich nicht so gut finden. Schottische Politik interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Von daher senden wir ihn weg. Das hat keinen wirklichen Sinn, dass wir uns da einmischen als Kaiser in irgendwelche komischen, ja, komischen Sachen da oben irgendwie. Das ist, ja, für uns uninteressant. So, was macht hier eigentlich der gute König Raymond der Fröhliche von Frankreich? Er mag uns nicht besonders. Er ist nicht gekrönt, sehe ich gerade. Achso, er ist jetzt, er ist der Erbe, alles klar. Das ist nicht mehr der erste König, der erste Rebell hier, der ziemlich guter Herrscher war. Märtyrer. Okay, er ist als christlicher Märtyrer gestorben. Wie das denn? Oh, er wurde vom Yusufid-Emirat am 14. August 941 Kampf. Ist er gestorben, alles klar. Was? Ich weiß gar nicht, welches Emirat, das ist ja irgendwie nur eine Grafschaft oder ein Herzogtum. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt hier ist. Aber krass. Krass, krass, krass. Hofgeistlicher. Prinzbischof Ratchis der Weise ist gestorben. Ärgerlich, wir brauchen einen neuen. Wenn nicht den besessenen Typen nehmen. Könnten natürlich den Prinzbischof von Köln nehmen. Der ist ein mächtiger Vasalle. Ja. Er ist zwar ziemlich schlecht, aber er ist ein mächtiger Vasalle. So, du möchtest schon wieder in den Rat. Nö. Diplomatiefähigkeiten sind mittlerweile ziemlich gut, jetzt wo wir wieder gütig sind. 15 haben wir. Und Familienfokus natürlich. Mal gucken, was wir diesmal für einen Sohn bekommen. Hoffentlich nicht wieder ein Buckling. Ich meine, wir können ja wählen, wer unser Nachfolger wird, ne? Das ist das Gute. Wieder Nachfolger. Hier haben wir ein neues Herzogtum. Herzogtum oder Großstamm Rwatzka. Und mal wieder ein neuer Bürgermeister in Genua. Warum auch nicht? Unsere Vasallen mögen uns. Sehr schön. Ist auch immer wieder schön. So, wir können das Königreich Burgund beanspruchen für irgendeine Frau. Richtig gesehen habe. Ganze Menge an Kriegsgründe gegen Frankreich. Für sie hier. Will sie dadurch unser Vasalle werden? Sie würde unser Vasalle werden. Tatsächlich. Ah. Weil Burgund halt die Jure-mäßig in unserem Gebiet ist. Ist interessant. Aber werden wir jetzt nicht mehr machen. Ich werde jetzt gleich Schluss machen. Jetzt werde ich Schluss machen, denke ich. Ich möchte jetzt noch kurz ein paar Minuten. Ein paar Minuten noch. Ein paar Minütchen. So, wir könnten eine ganze Menge Großherzogstitel und so Gerimskrams erstellen, aber das wollen wir nicht. Eigentlich zwei Sehneschelle. Okay, wir haben eine Tochter bekommen. Clementina. Wieso sind eigentlich Kinder eigentlich alle krank, wenn sie geboren werden? Hä? Ich meine, gut, das macht Sinn. Im Mittelalter war die Kindersterblichkeit sehr hoch, aber es ist ein bisschen arg oft. Momentan irgendwie. Warum auch immer. Aber gut. Clementina. Ja. Machen wir. Finde ich gut, der Name. Gefällt mir. Das heißt in Clementina. So, wie sieht es bei unserer Wahl aus? Ziemlich schlecht. Versuchen wir wieder hier unseren Verwandten zu wählen. Vielleicht wählen sie den ja. Zwei Stimmen hat er immerhin. Ja, es ist ein bisschen unlogisch. Immer die Vasallen wählen halt einen nicht, obwohl sie einen mögen. Okay, war jetzt schlechtes Beispiel. Ja, plus 100. Wählt mit Sicherheit nicht mich. Kann ich hier Bayern. Ja, also Bayern wird auf jeden Fall nicht mich. Wählen ja nur ganz wenige Leute mich. Ah, okay. Er wählt sich selber. Ja, gut, das macht Sinn. Und er wurde wieder umgestimmt.
oder überstimmt, besser gesagt. Jetzt ist wer der nächste Kaiser? Oder wäre der nächste Kaiser, besser gesagt? Burchard der Zweite, der Gerechte, ein Welf. Okay. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, ja, die waren hier und ihre ständigen Revolten, ja, die kommen echt nicht klar. Die haben echt andauernd, die haben echt dauerhaften Revoltenzustand. Was noch schlimmer ist in Frankreich. Da ist es schon echt schlimm. In Leiningen stirbt die Bevölkerung den Hungertod und eine kleine Gesandtschaft hat es gewagt, zu mir auf die Burg zu kommen, um hier Hilfe zu suchen. Natürlich werden wir ihnen helfen. Klar. Okay. Oh. Das ist interessant. Anspruch auf Brabant und Holland, Köln und Liège. Brabant und Liège, ich will mir... Ja. Er hat meine volle Unterstützung. Ich möchte auf jeden Fall, dass die unabhängig sind. Wir sind immer noch ein Meisterspieler. Wir wollen immer noch unsere Interessen durchsetzen. Mehr oder weniger. Auch wenn wir es jetzt nur noch mit gerechten Mitteln tun. Aber jemanden, der einen starken Anspruch auf Sachen hat zu unterstützen, ist ja jetzt nicht verboten. Was? Es klang alles wie eine weitere von Graf Gerdachs paranoiden Wahnvorstellungen, aber ich musste zustimmen, dass das Essen einen seltsamen Geschmack und einen sehr seltsam andauernden Nachgeschmack hatte, als er mich zum Diner eingeladen hat. Jemand könnte versuchen, Graf Gerdach zu vergiften. Ja, wir glauben ihm, warum nicht? Mehr Beziehungen. Kann eigentlich nie schaden. Oha. In England gab es eine Nachfolge. Nee? Nee, Haus Mercia. Königreich England, Geschichte. Ja, das war der ehemalige König, der ist gestorben. Okay, das ist auch Wahlmonarchie. Das heißt, hier wurde jetzt eine andere Dynastie wieder gewählt. Das sind jetzt die Mercia an der Macht. Und der hat hier eine Revolte. Graf Osulf der Grausame. Hässlich, Meisterspieler, trainierter Kämpfer, Feigling, zynisch, hinterlistig, ehrgeizig, wohltätig. Das ist noch der Charakter. Wie sieht's aus in diesem Krieg? 40% für den König, das sieht gut aus. Für ihn. Okay. Hier unten hat sich eine neue... Nee. Ah, nee, der Bürgermeister hat das geerbt, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, da wäre ein neues Haus oder sowas oder eine neue... Eine neue... Wie heißt es denn? Neue Republik entstanden. So, aber es ist jetzt 40, ich werde jetzt hier mal Schluss machen.